Der Fotograf Max Jacobi aus Koblenz wäre 2019 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt das Landesmuseum in Kooperation mit dem Stadtarchiv Koblenz eine umfassende Ausstellung mit Arbeiten aus seinem Nachlass, den das Landesmuseum Koblenz 2014 übernehmen konnte. In Koblenz besaßen die Jacobis ein Kaufhaus. Doch Tag für Tag wurde das Leben unleidlicher. Steinwürfe, Schmähungen, Boykottaufrufe. Rückblickend hat Max Jacobi betont, dass bei seinen Freunden und Schulkameraden seine jüdische Religion bis 1933 keine Rolle gespielt hatte. Dann bekamen die Familie und die Firma die Folgen der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik zu spüren. Er emigrierte 1937 allein nach Argentinien. Die Familie konnte dann ein Jahr später folgen, sodass die Jacobi-Kernfamilie zum Glück den Holocaust überlebt haben. Dr. Petra Weiß, stellvertretende Leiterin des Stadtarchivs Koblenz, über die Situation der Familie Jacobi. Die Briefe der Familie sind für die Stadtgeschichte sehr interessant, weil sie den Alltag einer jüdischen Familie spiegeln, die sich immer mehr der Verfolgung durch den Nationalsozialismus ausgesetzt sah und schließlich begann, ihre Auswanderung vorzubereiten. Fern der Heimat entwickelte Max Jacobi seine eigene Bildsprache. Von seiner Ausbildung, die er in Argentinien beim sehr bekannten Fotografen George Friedmann, auch ein ungarischer Jude, der nach Argentinien emigriert war, eine sehr gute Ausbildung bekommen und war vertraut mit den ganzen fotografischen Neuheiten der 20er bis 40er Jahre, würde ich sagen. Nach anfänglichem Zögern kehrte er 1957 zurück nach Berlin. Er arbeitete als freier Fotograf für Presse-, Film- und Zeitschriftenverlage. Das Schicksal der geteilten Stadt beschäftigte ihn sehr. Zudem war die Welt hungrig nach Bildern, nach positiven Bildern. Dadurch, dass er in Berlin gelebt hat, das war schon ein Hotspot, auch in den 60er, 70er Jahren, wo die Filmgrößen zum Filmfestival, zur Berlinale gekommen sind oder auch ja, gedreht wurde, viele Filme. Also er hatte ein besonderes Faible für Filme, deswegen erwähne ich das jetzt auch. Wenn Staatsbesuche angesagt waren, dann sind die natürlich auch nach Berlin. Also sei nur erwähnt, John F. Kennedy natürlich, die berühmte Rede vom Schöneberger Rathaus oder auch die Queen hat auch für wenigstens ein paar Stunden auch West-Berlin besucht und Max Jacobi war akkreditierter Fotojournalist. Max Jacobi hatte sie alle vor der Kamera, die ganz Großen seiner Zeit. Was seine Vergangenheit geprägt hatte, konnte er nie vergessen. Über seine Frau Hilla fand er Zugang zu einer religiösen Gruppierung in den USA. Aus dem Fotografen Max Jacobi wurde Max Moshe Jacobi. Die Bezeichnung Christ mochte er nicht. Er nannte sich einen messianischen Juden. Der Fotografie blieb er treu. Die Stadt Koblenz würdigte ihn 1987 mit dem Kulturpreis der Stadt.